Chip, drip like water. Drip. Goddamn, how here I go again. Mic check, 1-2, Attitude, Eiszeit. Mach mir nicht auf Pause, Mann, du machst Sitz, wenn ich dich bleib pfeif. Du lebst so weit weg von der Wahrheit. Drip. Oh, geil, Alter, Dicke! I'm sitting here in my room. Da 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 ba da ba dun afternoon. Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. And all I can see was just a yellow lemon tree. Okay. Also Boss Explosive, Liebe geht raus, es ist der perfekteste, ich sag's immer wieder, es gibt keinen besseren Content. Es gibt keinen besseren, er ist ultra unterhaltsam, es macht unfassbar viel Spaß, mir das reinzuziehen. Es zieht unglaublich Klicks und es ist schon vor, er schneidet es so, dass es ungeclaimed ist. Also mein Cutter muss die Claims gar nicht, also es ist einfach, also es ist eine 10 von 10, ja. Die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines, Volume 20. Ich habe mir letztens überlegt, ich weiß nicht, ob ich schon so eine Größe hätte, dass ich da reinschaffen würde in dieses Format. Aber wenn wir mal so ein Format machen wie, ich will in die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines rein. Dass ich mal wirklich in meine nächsten 5 Releases mal so ultra beschissene, mit Absicht, dass ihr wisst, also meine Twitch-Community, dass ihr alle wisst und auch meine YouTube-Community, dass ich mir Mühe gebe, da reinzukommen. Versteht ihr, wie ich meine? Dass ich mal so richtig so wie, ich mach jetzt mehr Geld als ein Stromkasten. Oder ich hab die Scheiße am Schuh, so wie Bowlingspieler, oder? Das ist natürlich noch eine Scheiße genug, aber so richtig so eine Line, wo du denkst, was ist denn das für eine Scheiße? Ihr versteht schon, was ich meine. Cold wie der Winter, ja, genau so eine Scheiße. Oder Flow wie der River, genau so eine Scheiße. Oh, yeah, yeah. Oh, okay, rein da. Ich komme an jeden ran. Gleichzeitig Poseidon, Kapital ist schlecht mit Gabel. Yeah. Also, aber da fangen wir direkt wieder an. Da kann ich gleich wieder die Floskel hier droppen. Was ist daran? Ich find's eigentlich gar nicht scheiße, weil man sagt doch, ich rap auch in meinem Song gegen Ente im Battle. Ich schreib dir ein stumpfes Messer durch die Brust. Und es ist ja, stumpfe Gegenstände sind dafür, wenn sie scharf sind, dann tut's ja nicht so weh, weißt du? Und ich stech mit Gabeln ist halt, man kann doch mit Gabeln stechen. Also, sei denn, er sagt jetzt, ich stech mit Eiern, dann wär's halt total dumm, aber. Im Prinzip kann man mit Eier, oder? Stech mit Gabel! Ja. Von U-Bahn, Buszug in dem Bentley. Wazy Blade wie Menu in Wembley. Wazy Blade wie Menu in Nein. Also, das ist aber lustig! Das ist aber lustig, Alter! Also, was ist denn jetzt aber auch für ein gerippter Flow? Von U-Bahn, Buszug. Da Also, das Wembley-Stadion ist, Arsenal. Jetzt muss auch, also ich nicht verkack. Wembley ist Arsenal und Manu spielt im Old Trafford, Digga. Old Trafford. Von U-Bahn, Bus zu King in Bentley. Wazy Blade wie Manu in Wembley. Also, auch da kannst du mir doch nicht sagen, das ist so ein hart gesonnener Bild von einem Mann. Mit Straßenattitude, Gangster-Attitude, sich freiwillig in ein Studio begibt und nur aus reiner Lust und Leidenschaft so ein Flow und sowas an den Tag legt. Sowas singt, rappt. Also es ist ja natürlich, jeder will seinen Hack, jeder will sein Brot, aber das ist doch, was ist denn das? Das passt doch nicht zu Wazel, so ein Sound, Digga. Von U-Bahn, Buszug in dem. Der sieht aus wie der Prototyp Serienkiller aus irgendeinem krassen Cinemax-Film, Alter. Aus irgendeinem krassen Movie. Von U-Bahn. Warte mal, ganz. Ja, sie trägt die Nikes. Ja, das war ein Versehen. Das ist aber auch. Ich finde es schön, dass ich allen meinen Hatern ein Totschlagargument, zumindest ein Pseudo-Totschlagargument geben konnte. Weil egal, was ich sage und egal, wenn ich so Mucke anfronte, kommen immer die Leute mit, ja, sie trägt die Nikes. Und somit denkt ihr, ihr habt die Diskussion gewonnen. Das ist auch euer gutes Recht. Ich lasse es auch genauso im Raum stehen wie eine Zimmerpflanze. Ich habe es nämlich auch verkackt mit Wembley, gell? Wo ist denn Wembley? Das Wembley-Stadion? Häng ich das? Sag mal, wo spielt denn Emirates? Warte mal,
Wembley's, aber hatte Arsenal, wo hat denn Arsenal früher gespielt? Das war doch nicht diese Emirates, was war das längere? Tottenham. Nicht mehr Tottenham. Welcher Verein hat im Wembley schon? Arsenal spielt in Emirates, ich hab's doch verstanden, Bibi Friendos, aber wo haben die früher gespielt? Die spielen noch nicht lange im Emirates. Anfield Road. Ist Anfield Road Arsenal? Aber die Anfield Road, egal, wir halten aber trotzdem fest, dass Wazel, also Man U in Wembley, also natürlich, du könntest jetzt auch sagen, ja, die haben bestimmt mal in Wembley gespielt, Man U. Also das, rein faktisch und objektiv ist die Zeile nicht falsch. Aber wir wissen halt alle, wie er sie meint und so ist sie falsch. Ambuszug in dem Bentley. Anfield ist Liverpool, genau. Sie played wie Man U in Wembley. Nenn mir einen meines Alters, der mit Wörtern schärfer schießt als ein Sheriff in Baltimore. Ich bin ganz Ohr wie... Baltimore, ich bin ganz Ohr wie... Irgendwas Tyson, Holyfield oder Van Gogh. Zwei halbe Ohren. Okay. Junge, ich finde sowas aber dope. Weil das ist nicht... Und guck mal, so die Zeile von Wazel, die ist einfach ungewollt schlecht. Ne? Wazel dachte, die wäre geil und hat einfach reingeschissen. Er hat einfach verkackt. Aber die Zeile hier, die ist gewollt so. Das ist einfach gewollt eine Bad Bar. Ich bin ganz Ohr wie zwei halbe Ohren. Und somit finde ich es eigentlich auch wieder ziemlich dope. Das ist eine Bad Bar. Also das ist auch eine Zeile, die würde ich mir zutrauen zu kicken. Vielleicht auch nicht, aber sie ist für mich nicht so schlimm. Zwei halbe Ohren. Nee, Farid ist wirklich so einer. Das ist einer der Leute, bei denen musst du lachen, wenn du ihn lachen siehst, Mann. Boah. Verstand scharf wie ein riesiges Rambo-Messer, denn im Dschungel sind Hyänen keine friedlichen Pflanzenfresser. Im Dschungel sind Hyänen. Im Dschungel sind Hyänen. Also. Ja, das ist ein Dschungel, Vater. Hä? Das ist ein los, ein ganz klarer Dschungel. Pflanzenfresser. Im Dschungel sind Hyänen. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Hier gibt's keine Metapher. Ich rippe deine. Ey, Nazar, Grüße gehen raus! Hier gibt's keine Mann. Hier gibt's keine Metapher. Ich rippe deine Kachbar. Du kitzel kleiner Bastard. Erstick an meinem Sackhaar. Interessant, was hast du für Sackhaare, Vater? So richtig so Gattenschlauchdick, Alter. Aber gut gereimt. Hier gibt's keine Metapher. Ich rippe deine Kachbar. Du klitze, kleiner Bastard. Echt dick an meinem Sacker. Aber das ist auf jeden Fall schon wack. Das könnte man auch fast in die Zweckreime einsortieren. Halt, stopp. Stopp. Mach es nicht wie Nazar und halte deine Bälle gepflegt. Und zwar nicht mit einem herkömmlichen Rasierer, mit dem du dich nur schneidest und es deswegen sein lässt. Sondern mit einem Trimmer, der auf den Bereich unter deiner Gürtellinie spezialisiert ist. Und zwar... Er macht gerade wirklich Werbung, ne? Das ist Real Talk Werbung, ne? Für Manscape. Krasser Übergang. Also geschickt eingefädelt. Oder wie man auch sagt, gefickt eingeschädelt. Nicht schlechte Werbungplatzierung, Boss Explosive. Props gehen raus, Alter. Ich dachte, das wäre ein Joke, aber du meinst es total ernst. Du nicht schlecht. Manscape hat mir auch mal geschrieben. Die wollten auch bei mir, dass ich hier Produktplacement mache. Auf den Bereich unter deiner Gürtellinie. Hab ich's gemacht? Nein! Hier spezialisiert ist. Und zwar von Manscaped in vierter Generation. Denn gerade wenn deine Eier so groß sind wie die eines deutschen Kippers, ist es umso wichtiger, diese zu pflegen. Das finde ich richtig gut. Eier sind also. Also fackel nicht lange und leg los. Mit dem Code BOSSX20. Das ist wirklich Werbung. Es ist richtig gut. Das ist richtig gut, wie er die Werbung hier platziert. Gibt es 20% Rabatt und kostenlos. Das ist richtig gut. Versand. Oh, wow. Nicht schlecht platziert. Also muss ich wirklich mal so. Es gibt Werbung, die nervt. Und Werbung hat auch immer so ein bisschen was von wegen, du bist käuflich, du Nutte. Und so, ne? Und man hat auch immer so dieses, so einen faden Beigeschmack wie Rollbraten. Aber das war wirklich doch gut platziert. Da muss man wirklich mal sagen. Ring frei, auf dem Maxi habe ich Bonus-Tracks. Oh, das war, ey, da war Echo noch geil. Wow. Ring frei, auf der Maxi habe ich Bonus-Tracks. Mir ist egal, wenn du beim Praktika die Hoden leckst. Aber so eine Scheiße, warum rappt man sowas? Halt, weiß ich gut rein. Maxi hab ich Bonustracks, Praktiker die Hoden leckst. Ist halt wirklich, das ist eigentlich, auch hier wieder, ne, das ist eigentlich Rubrik, die schlechtesten Zweckreime. Also, ja.
Yo, yo. Komm in den Fight Club, komm. Es gibt keine Folge ohne unseren Hauptdarsteller. Und hier, meine Damen und Herren, und hier ist er, Sonny Black alias Bushido. Meine Damen und Herren, unglaublich, oder? Wir erwarten dich, für deinen Vater gibt es so wie jeden Abend Fisch. Komm in den Fight Club und wir erwarten dich, für deinen Vater gibt's so wie jeden Abend Fisch. Ja, kann man ruhig mal klatschen. Bitte kommt noch ein Yeah. Also das Yeah hätte mich jetzt schon wieder aus dem Sessel gehauen. Also das, aber ich muss mal wirklich sagen, also das ist der Inbegriff von Punchline, Digga. Punchline. Das ist fucking, also zu krass. Zu krass, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Krass, oder? Und heute dich, für deinen Vater gibt es so wie jeden Abend Fisch. Krass, oder? Und heute gibt es bei euch Lachsfilet. Wer zieht mit dem Kutter Thunfische aus dem Meer? Sag mir, wer brutzelt sich ein Fisch auf dem Herd? Latif! Thunfische aus dem Meer, sag mir, wer brutzelt sich ein Fisch auf. Also ich platziere hier keine Werbung, ich krieg auch kein Geld dafür. Aber wenn wir gerade bei Thunfischen sind, finde ich es auch immer schön, vielleicht euch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Und mein Fischkonsum, also ich war eh nicht so der krasse Fischesser, aber ich habe Fisch gegessen und ich lege, also seitdem ich das geguckt habe hier, esse ich keinen Fisch mehr. Und gerade Thunfische, ich habe es ja schon mal gesagt, zieht euch bitte die Dokumentation rein, wenn ihr genau jetzt denkt, dass ich Bullshit rede und es für euch klingt, als würde ich derartig realitätsfern, unrealistisch übertreiben. Aber für einen Thunfisch sterben 8 Delfine. Und wenn ihr jetzt denkt, ich laber unglaublichen Scheiß, guckt euch einfach bitte diese Serie an. Die filmen mit versteckten Kameras, hier so in Kulis und so, und filmen so ein bisschen, was auf den Seen und Weltmeeren passiert. Und wenn ihr das getan habt, dann, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Da ist er. Dann folgt ihr bitte diesem wunderschönen Menschen, ne? Und guckt euch alle 2-3 Tage mal ein Video von ihm an. So wie ich das auch mache. Ihr seht hier, guckt mir immer mal ein paar Videos an. Zieht ihr euch den rein, weil das ist wirklich einer, von denen es mehr auf der Welt geben müsste. Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Ich habe mir das Video angeguckt hier, Undercover auf Fischbooten gefilmt, ne? Das ist jetzt ein derartiger Launen- und Feeling-Switch von einem lustigen Boards-Explosive-Video zu einer so ekelhaften Thematik. Aber Bundeswehr ist es. Guckt euch das ganz kurz mal an. Das ist alles. Sterben auf hübschen kleinen Kutter. Das ist alles in der Nordsee. Also das ist nicht irgendwo in Asien oder sonst wo auf der Welt oder irgendwo, ne? Sondern das ist hier in Europa bei uns. Dann auf der Nordsee. Die Küste des Ärmelkanals. Politik und manche Umweltorganisationen behaupten, hier würde nachhaltig mit kleinen Booten gefischt. Ja, das ist immer die Aussage, nachhaltig gefischt. So steht ja auch immer auf den Verpackungen drauf, ne? Auch bei Thunfisch und so. Nachhaltig gefischt oder gefischt, ohne Delfine zu töten und so, ne? Guckt euch bitte die Seaspiracy-Doku an. Bitte. Ist ein Tier zu klein für den Fischmarkt, landet es zwar wieder im Wasser, ist aber längst erstickt. Dieser kleine. Ist das nicht lecker? Mensch, dann geht mir doch gern mal zum Globus, ne? An die Fischtheke, ne? Und holt sich mal so einen leckeren. Mensch, das sieht aber auch lecker aus. Mensch, guck doch mal hier. Da kriegt man, ach, das ist doch lecker. Mensch, der gute Fisch. Ah, lecker. Hier, guck doch mal wieder. Ein Trawler von knapp 15 Metern Länge. Lecker, die Seezunge, beim Italiener. Oh, die Seezunge, die ist so gut. Das ist schon ein bisschen gehobener, kostet ein bisschen mehr, aber die schmeckt auch einfach gut, ne? Klar. Oh, guck mal da, das ist auch lecker hier. Die ganzen Haie braucht man nicht, die tötet man einfach. So, das war meine kurze Werbung. Bitte zieht euch rein und bitte macht euch. Ich bin auch kein Vorbild, was das angeht, so, ne? Zumindest kein großes. Also ich bin kein Typ, der nicht mehr durch den Supermarkt geht und sich nicht das Hackfleisch aus der Kühltruhe holt. Aber ich habe schon mal Phasen, wo ich es tue. Und ich finde, ich ziehe meinen Hut vor Menschen wie Robert Mark. Ich weiß nicht, warum ich seinen Namen immer wieder vergesse. Aber ich gucke ihn wirklich oft. Robert Mark Lehmann. Und ich finde, Menschen wie ihn sollte es wirklich öfter auf der Welt geben. Und ich kann das ja zumindest immer mal wieder tun. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, dass ich in einem Livestream einfach mal auf Knopfdruck das Thema switche und euch darauf aufmerksam mache.
Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Friendos. Esst kein Fisch. Wer zieht mit dem Kutter Thunfische aus dem Meer? Sag mir, wer putzelt sich einen Fisch auf dem Herd? Entweder Latif. Aber was sind das? Thunfisch. Was sind das für Zeilen? Ich finde es ja aber, guck mal, ganz ehrlich, man kann das jetzt haten, ne? Du kannst es jetzt haten und sagen, was ist das für eine Scheiße, ne? Aber du kannst auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten und die denken, ey, eigentlich viel geiler, als wenn er mir jetzt erzählt, wer sprengt den Safe aus der Sparkasse? Wer kommt mit Arabs und Kanaken? Wenn er das rappen würde, würden wir alle hier sitzen und denken, oh, Digga, wieder einer, der die gleiche Scheiße rappt, so, ne? Aber er rappt einfach darüber, wie er mit einem Kutter Thunfisch aus dem Meer zieht und sich einen Fisch auf dem Herd brutzelt, so als würde er das übelste Gangster-Szenario beschreiben gerade. Bei dem schwulen Dreck, den du da rappst, wächst mir noch eine Schamlippe. Ich fick deiner Hure mit meinem Penis eine Zahnlücke. Also wie kommt denn Michael Rape hier rein? Also wenn der es schafft, dann schaffe ich es auch, Alter. Bei deinem schwulen Dreck, den du rappst, wächst mir noch eine Schamlippe. Ich fick deiner Hure mit meinem Penis eine Zahnlücke. Also von den Reimen ganz gut. Wächst mir noch eine Zahnlücke, Penis eine Zahnlücke. Ja, und ich kann Beatbox mit meinen Schamlippen, Digga. Ich fick deine Hure mit meinem Penis. Okay, interessant. Mensch, du hast ja einen richtigen Bosscock. Ja, du hast ja einen Bigcock, ja. Keine huge. Gute BBC. Nein, nein, gratis ich mich selbst. Ich in dein Maul und kack in dein Po rein. Ich kack in dein Po rein. Es gibt so Bilder, die einem in den Kopf geworfen werden, die will man eigentlich gar nicht sehen. Aber ich hab's jetzt gesehen, aber ich frag mich eher, wie ist das physikalisch möglich? Wie willst du jemand in den Po kacken? Du müsstest dir ja quasi selber einen Schlauch in den Arsch schieben und durch diesen Schlauch durchkacken und dem anderen. Interessant. Und was passiert dann? Das ist mein Twitch-Livestream. Das probieren wir aus, meine Freunde. Nein, gratis ich mich selbst. Ich in dein Maul und. Aber warum ist da Piss zensiert, verstehe ich nicht. Kack in dein Po rein. Nimm's mir nicht übel, Bro. Mach der Gewohnheit. Also eine. Also. Nee. Nee, Digga. Ein ganz einfaches Nein, Digga. Sputte, wenn du uns in der Hut siehst, brr, Uzi, Schniedel, Wutzi. Ich hätte nicht gedacht, das war ja auch eher. Brr, Uzi, Schniedel. Nennen sie Bibi. Sie nennen mich Bubu. Sie wollen die Bifi. Direkt in die Mumu. Direkt in die. Das fand ich aber, das habe ich damals auch schon gesagt, das fand ich gar nicht so schlecht, weil das ist halt, das ist so Zeile auf Zeile gereimt fast schon so, oder A-B-A-B-Reimschema. Mumu, ich will Freddy Krüger meine Schlauchen zocknallen. Spreize deine Beine 180. Das ist auch so lustig, aus welchem Film das auch immer ist, wie er das so mit so Filmszenen untermalt. Bevor ich dann mit meinem Pimmel in deinen Arsch pinkel. Das kann ich mir hingegen so in den Arsch kacken besser vorstellen, wie man jemanden in den Arsch pinkelt. Ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob mir das vielleicht nicht sogar schon mal passiert ist. Das ist ein anderes Thema. Was labert er denn da? Was rappt er denn da, Digga? Mit meinem Pimmel in deinen Arsch pinkel und auf deinen Kopf kacke und in deinen Mund furze. Sag mal, was ist denn mit ihm los? Hat er irgendwie Probleme daheim? Normal, Moruk, ich bin nicht ohne Grundkurde. Ach so, machen das Kurden. Normal, Moruk, ich bin nicht ohne Grund. Gib mir Lemon Tree. Gib mir Lemon Tree. Ich brauch den Lemon Tree, ein Hennessy, Alter, und gründe eine Academy für John F. Kennedy. Ja. Sag mal, kennst du die Hater? Ja, ich kenne die. Ja. Aber ab heute sind es meine Enemies. Und jetzt kommt der billigste rein von allen, nämlich Klickpaar, Rest in Peace. Ja, das war Volume 20. Er hat doch da auch das Auto. Mann, jetzt wäre ich in der Form meines Lebens gewesen. Ich bin wie Plätzchenteig in der Form meines Lebens. Der macht keinen Sinn, aber klingt eigentlich gut. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein Trauma, Alter, von den Casey Rebel-Zeilen. Das steht schon mal fest. Der ist in der analen Phase hängen geblieben, ja. Ich habe auch einen Freund, also einen Freund von meinem Sohn. Babys haben ja manchmal die orale Phase oder die anale Phase oder auch beides oder gar nichts, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat ein Freund vom Quentin, von meinem Sohn, der ist genauso alt, vor einem Monat oder so die anale Phase gehabt, ne? Und der wurde hier so gewickelt, ich hab so zugeguckt, so, ne, der wurde halt gewickelt hier, so, wir chillen hier rum, ich saß da mit den Eltern von ihm, der wurde halt auf dem Boden gewickelt, der Freund von ihm, ne. Und der hat halt geschissen gehabt, und dann war der fertig kacken, ne,
wenn der Arsch war noch so ein bisschen geweitet von ihm, so, ne? Um es auf den Punkt zu bringen. Ne? Und dann haben die Eltern halt die Kacke weggemacht und auf einmal hat er sich die Finger in den Arsch geschoben, Alter, dass ich echt gedacht habe, sag mal, wo bin ich denn hier gelandet? Sag mal, bin ich hier bei X-Hamster oder was? Ich dachte, sag mal, wohin schiebst du dir die Finger? Vater, lass doch mal gut sein. Ich so, euer Kind, was macht er da? Hat er Probleme daheim? Naja, das war auf jeden Fall, das war irgendwie ungewohnt. Okay, das war wirklich, ich guck so zu meiner Freundin, ich sag, was machst du? Was? Und dann hat er, dann hat sich ihm, das Krasseste war dann auch noch, dass sich die Mutter von ihm dann nebendran gelegt hat, also die Mutter von dem, der ich im Arsch rumging, und hat dann auch die Hose runter, die hat sich komplett die Faust in den Arsch geschlagen. Die hat sich da gefistet, also mal, ich hab echt gedacht, wo bin ich denn hier, was ist denn das für Familie? Nee, ich guck völlig geschockt auf Mutter und Sohn und will irgendwie dann zum Vater, ne, ich will fragen, was, sag mal, Vater, was machen deine Liebsten denn hier? Steht der so nebendran? Ein Spektakel in unserem Wohnzimmer, du Gottesgleich.